Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Heute ist Sonntag, das heißt, mein Video Düfte der Woche steht an und es ist das letzte Video für das Jahr 2020. Nächste Woche kommen wir zum ersten Video für ein neues Jahr 2021. Darum lasst uns beginnen und beenden wir das 2020 noch ordentlich duftend. Meine Düfte der letzten Tage waren am Montag Mont Blanc Legend. Ich habe noch ein wenig in der Flasche drin, möchte es noch aufbrauchen. Es ist ein guter Gentleman's Duft und ich dachte mir, in der Weihnachtswoche kann man mal etwas, ja, gemütlichere Düfte nehmen. Düfte, die, ja, wo man sich einfach wohlfühlt und die einem wirklich besonders gefallen, und aber auch das Argument, dass nur noch wenig drin ist, möchte ich gern, ja, die letzten Reste noch aufbrauchen, bevor ich mir ein neues Parfüm zulege. Am Dienstag habe ich den Bentley von Men Intense getragen, auch hier ein wunderbarer Herbst-Winterduft, weil er riecht nach Leder, er riecht etwas süßlich, er riecht nach Rum. Diese Kombination ist wirklich sehr angenehm, gerade jetzt in den etwas kühleren Tagen. Denn ich muss sagen, die letzten Tage hat es doch ganz schön angezogen und da kommt dieser Duft eigentlich ganz gut. Am Mittwoch zu Heiligabend, dann musste es natürlich mein Signature-Duft sein, mein Lieblingsduft aktuell auf dem Markt, und welcher könnte es anders sein als der Prada, der Prada L'Homme. Ein wirklich frischer, seifiger Iris-Duft, also ich kann ihn kaum genug riechen. Passt in jede Jahreszeit, passt beim Sport, im Büro, in der Schule. Egal, wo ihr euch aufhaltet, ob es in einer Bar am Abend ist oder sogar einfach, ja, beim Frühstückstreffen mit Kollegen, der geht immer. Allerdings habe ich festgestellt, in der wirklich klirrenden Kälte bei minus 5 oder minus 10 Grad muss man sich etwas dran gewöhnen, dann vielleicht doch mehr in die süßere Richtung, aber ansonsten für alle anderen, ja, Veranstaltungen, Anlässe, Prada L'Homme, eines für mich das beste Parfüm mit auf dem Markt. Am Donnerstag auch ein frischerer Duft, ein, ja, mir sehr gut gefallener Duft. Er war sehr lang auf meiner Wishlist. Ich habe ihn mir dann doch geholt. Es ist der Cartier Déclaration d'une Soie, ein rosenbasierter Duft, der auch sehr gut für Männer tragbar ist. Es ist ein Männerduft, aber er kann natürlich auch wunderbar, ja, eine Frau tragen. Am Freitag habe ich den Versace The Dreamer getragen, auch ein seifiger Wohlfühlduft, wie frisch gewaschene Wäsche, nicht so aufdringlich, wird allgemein sehr gut angenommen, hält vielleicht nicht ganz so lang, hat vielleicht nicht ganz so die Power, die Performance, nichtsdestotrotz ein wunderbarer, seifiger, ja, duschgelartiger Luxusseifenduft, den ich da getragen habe am Freitag. Gestern am Samstag habe ich mal wieder einen Duft getragen, den kennt ihr wahrscheinlich. Es ist ein Dupe von Tom Ford's Oud Wood und zwar von Federico Mahora 335. Der 335, wie gesagt, ähnelt dem Tom Ford Oud Wood wirklich zu, ich würde sagen, 90%. Mit einer kleinen Eigencharakteristik, gibt ihn ein paar Minuten und er entwickelt sich wirklich wunderbar. Und ich muss sagen, er hat eine super Haltbarkeit und eine gute Performance. Ich habe dafür auch schon Komplimente bekommen. Heute ist Sonntag und ihr wisst es, ich lasse meine Nase und meinen Körper etwas zur Ruhe kommen. Trage heute kein Parfüm auf, es steht auch nichts Großes an und darum beruhige ich mich und kann dadurch morgen wieder kraftvoll zuspringen und bin bereit für eventuell neue Düfte oder altbekannte. Ja, welche waren eure Düfte der Woche der letzten Tage? Was habt ihr am Heiligabend bzw. die Weihnachtsfeiertage so getragen? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns mit dem Düfte der Woche Video im neuen Jahr wieder.
Und natürlich kommen jetzt die nächsten Tage noch das ein oder andere Video und ich habe sogar noch eine Ankündigung bzw. eine Frage für euch, was ihr darüber denkt. Bleibt gespannt, bleibt mir treu, schaltet immer wieder auf meinem Kanal ein. Solltest du neu sein, würde ich mich über ein Abonnement freuen. Solltest du ein Abo dalassen, bitte aktiviere auch gleich die kleine Glocke, denn dann wirst du ja informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. So, und jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mich bei euch fürs Einschalten zu bedanken und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist oder eine der anderen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.